Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Draw Fortress. So, wir haben nun einen Haufen Zeug zu tun. Ja genau, so waren wir stehen geblieben. Und zwar, wir haben einiges Organisatorische zu tun in Bezug jetzt auf dem, was jetzt zunächst in der Zukunft mit dieser Festung passiert. Vor allem müssten wir schon langsam mal die Wohnungen hier unten einrichten. Wir haben jetzt schon die Smooth-Befehle gegeben. Wo die Ersten jetzt schon anfangen. Gut, hier unten. Da sind sie schon am Werkeln. Da sind schon die ersten zwei Legendaries unterwegs. Jo. Die sind schon fleißig am Basteln und am Bauen. Gut, dann heißt also, ich richte jetzt erst schon mal die erste Wohnung her. Ich muss vorher aber noch gucken, wie viel von den jeweiligen wir haben. Wir haben einen recht Haufen Thrones und Chairs. Es würde sogar vielleicht gehen. Wie sieht's mit Beds aus? Beds hätten wir jetzt auch ein paar. Wobei, ich habe doch gerade vorhin ein paar Auftrag gegeben. Wo sind eigentlich die hin? UM, was glaube ich? Jo, ja. Die sind schon fertig. Oh, scheint so. Wie sieht's mit Kabinett aus? Wo haben wir so denn Kabinett hier? Es sind ein Gold dabei und eine Handvoll andere Kabinetts, die jetzt aber nicht unbedingt das sind, was wir haben wollen. Schade eigentlich. Wie sieht's mit Doors aus? Door dürfte man eigentlich einen ganzen Lagerbestand voll haben. Hier, Door. Ja, da haben wir mehr als nur. Guck dir das an. Herrschaftszeiten ist das. Pfui. Da brauchen wir gar nicht so viel. Die könnten wir eigentlich gleich machen. Moment. Machen wir Planning Mode on. Dann nehme ich mir kurz den Makro auf. So. Ja, und dann. Genau. Zack. Luft. So soll es sein. So, und das machen wir hier noch bei den anderen. So, und dann machen wir hier noch. So. Währenddessen das Ganze dann vor sich hin brödelt und dödelt, könnten wir uns auch mal überlegen, mit was wir die eigentlich die Betten oder beziehungsweise die Wohnung mit alles bestücken. Betten ist klar. Ich persönlich hätte noch ein paar Kabinetts mit reingestopft. Die müssten wir aber erst machen. Was ist das, Maria? Wer schreibt mir da? Das ist Kivada. Der Mozart gerade. Moment, ich mach das hier mal, ich mach jetzt mal kurze Pause hier rein. Oder meine ich. Moment. Ich bin gerade eigentlich darauf gestellt, dass das nicht machen soll. Ich habe eigentlich mein Streaming-Mode an. Hallo? Kann das sein, dass da hier irgendein Programm gerade nicht irgendwie so gerade recht läuft? Gut, dann quit Discord. Gut. Das. Sorry, war eine kleine Unterbrechung. Ich muss jetzt bloß gerade Kivada wegdrücken. Der musert gerade wieder. Der will was wissen von mir und ich kann es ihm gerade nicht sagen, da ich hier mit euch beschäftigt bin. Wie gesagt, wir würden jetzt am liebsten uns darum Gedanken machen, mit was wir die Wohnungen bestücken. Falls hier ein Zwerg einzieht, der einen Namen hat, also ihr, und es möglich ist, dass ich für euch etwas organisiere in Bezug auf, was ihr in eurer Wohnung haben wollt, könnt ihr das natürlich vermelden. Ja, dann werde ich versuchen, das zu machen. Aber, sagen wir mal, wir haben jetzt, glaube ich, Herbst, glaube ich, war das nicht? Wir haben vorhin gerade so eine Umstellung gehabt, ne? Z war es, ne? Jo, Autumn, Early Autumn. Das heißt also, wir werden bald Besuch von der... Given birth to child. Mhm. Seeking in farm. Aha. Okay, ja, schön. Wir haben jetzt ein Kindchen bekommen. Schön, schön. Jetzt hat mir das komplett durcheinander gebracht. Wo war ich stehen geblieben? Wir werden... Boah, die musern hier alle rum. Okay, wir werden auf jeden Fall erst einmal einen Haufen Zeug von der Karawane holen. Das ist nämlich erstmal so die Hauptpriorität, die wir jetzt haben. Dann werden wir uns noch um ein paar Betten kümmern, die jetzt hier noch reinkommen. Die werden wir dann halt einfach alle freigeben für entsprechende Benutzung. Auch gleich ein Makro. Hier. So. So.
Und der Makro zu Ende. Haben wir hier schon mal überall Betten drin. Das werden wir jetzt auch noch gleich machen. Wie gesagt, ich möchte, dass wir schon langsam alle wenigstens eine Unterkunft bekommen. Aber ob das jetzt denen ihre Werkstattunterkunft ist oder nicht, ist erstmal vollkommen irrelevant. Hauptsache, sie haben eine. Was sehen meine Augen da eigentlich? Das ist eigentlich ein Symbol, was für Eisen normalerweise needs beds. Mhm. Halt, stopp, 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 stopp. Makro nicht weitermachen. Das ist ein Symbol, was normalerweise für Eisen... Nee, das ist Tetrahedit. Tetrahedit ist Kupfer und Silber, ja. Mhm. Reserviert war, normalerweise, aber wie gesagt, in dem Fall halt nicht. Ein Dieb. Schön, regt er sich wieder auf. Aber heute, was sehe ich denn da? Da ist wieder ein Loch. Ein Loch im Boden. Kolonel sei. Wo kommen die eigentlich? Die kommen von den Bäumen, gell? Ja, ich... Ja, mhm. Gut, dann covern wir mal das Loch gleich mal. Nicht, dass da irgendwer einer von den Monster auf einen dummen Gedanken kommt. Was nehmen wir da? Da nehmen wir mal hier so einen gelben Block. Können wir sowieso selten gebrauchen. Gut. Ist das... Ja, ja, Thief. Sind gleich ein paar mehr. So, so. Dann haben wir hier unsere Tiere schon mal ganz sicher verbracht. Wie sieht es hier eigentlich im Wasser aus? Das ist, wie gesagt, ohne die Zahlen ist das für mich immer etwas schwierig nachzuvollziehen, wie es mir ums Wasser steht. Okay, hier ist alles voll. Hier wird es weniger. Ja, hier wird es rapide weniger. Ja. Wir brauchen einen dickeren Wasserschacht das nächste Mal. Oder wir brauchen einen Wasserschacht, der straight nach unten geht. Weil ein Wasserschacht, der straight nach unten geht, hat den Vorteil, dass er mit Lichtgeschwindigkeit nach unten fällt. Ja, Draw Fortress fällt Wasser mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist normal so. needs plump helmet spawns. Da musert er rum, weil er nichts hat. Warum hat er nichts? Wie sieht's... Moment, das stimmt schon mit Kitchen, ne? Oder ein bisschen näher zoomen. Animals, Kitchen. Plump helmets haben wir 500 Stück. Ja, schaust du Blätternei. Plump helmet spawn haben wir 10. Mhm. Wir haben, wie gesagt, einen ganzen Haufen von dem Zeug. Türen haben wir jetzt auch einen ganzen Stapel von denen, wir auch schon verbaut haben. Jetzt müssen es nur noch die Zwerge einbauen, ne? Da brauchen sie jetzt wahrscheinlich eh schon eine Ewigkeit. Wie gesagt, unsere Zwerge haulen aus irgendeinem Grund nicht besonders gern. Das wäre eigentlich eine der wichtigen Sachen hier. Aber gut, das müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen. Und das einfach mal so ein bisschen verstreichen lassen. Ich zoome mal wieder etwas zurück. So, das hier ist, glaube ich, gut. Sieht gut aus, ja. Passt mit der Auflösung zusammen. Dann, mal kurz überlegen. Wir haben 8 Leute, die nichts zu tun haben. Davon ein Carpenter und ein Clother, den ganzen Kram. Ein Major, gut, das ist auch ein Clother. Wir haben momentan relativ wenig Arbeit für Leute, die in der Stoffindustrie zu tun haben. Müssen wir eigentlich auch mal was schauen. Ich glaube, bei der nächsten Karawane werden wir auch ziemlich viele Stoffe und so besorgen. Wie sieht das eigentlich aus? Ist das Knochen? Tooth. Tooth. Hier sind ein Haufen Zähne in der Gegend herum. Ja. Ich hoffe, die gelten. Hat ein Mandat. Hat Ende der Mandat. Wieso, was hast du denn jetzt für Neues, oder? Na, kein neues Mandat erstmal. Gut, sehr schön. Heißt also, wir haben unseren Job getan. Er ist glücklich und zufrieden, dass sein Wille durchgesetzt worden ist. Ob er Sinn macht oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Hauptsache durchgesetzt. Okay. Wie glücklich ist er denn, unser lieber Freund hier? Zustand? I was near my own bed. I'm very pleased. Fauler Sack, du. herrlich. Place in your own fine door. Er fühlt sich überall gepleased, weil er neben schönem Zeug schläft. Oh, es ist so geil. herrlich. Ich könnte mich wegschmeißen. Aber gut, warum trainiert ihr eigentlich nicht in euren eigenen Räumen? Das sind ja... Ja, das ist... No activity. Moment. B.
Active Training. Individual Squad. Jetzt denke ich mit Armor Stands aus. Haben die jetzt eigentlich die gemacht worden? Es sind ein paar gemacht worden. Dann machen wir da mal ein paar wieder. Mika. Quarzit. Mika. Granit. Granit. Das sind jetzt 6 Stück. 9. 10. Hat genau gepasst. Weapon Racks. Wie sieht's damit aus? 3D da. Hier. Sind ein paar da. So. Sechs Stück. Ja, das sind jetzt. Sind jetzt bloß 7, 8. Vielleicht bringt das, wenn die dann Weapon Racks da haben und ich das dann in den Weapon Racks einstelle, anstatt mit den Bowers, also mit diesen Targets hier, dass die vielleicht dann mal sich da entscheiden, dort zu trainieren. From bottom to top, train squad, hier, ja, das ist aktiv. Sleep sollen sie darin nicht. Ich weiß nicht, warum sie da nicht trainieren wollen. Ist mir ein Rätsel. Etwas, was ich unbedingt auch noch off-cam machen muss, sind die Zuweisungen der Soldaten zu den jeweiligen Betten. Es wird nämlich schon langsam nötig. Wie sieht's eigentlich mit Blöcken aus? Construct. Nee. B, Construct. Floor. Automate Select. Box Select Disabled. Box Select Enabled. Dann machen wir hier auch gleich mal so ein Guck. Wie viele sind es? 129. Haben wir nicht viele Blocks, die... Überall, wir haben allgemein nicht viele Blocks. Quarzit. Zinnober. Granit. Logs haben wir relativ viele. Ich glaube so ein Platinum. Miko Klein. Weißt was? Wir machen jetzt einfach mal hier so einen Holzboden. Wie wär's damit? Aprikosenholz. Aprikose reicht nicht. Gut, dann machen wir noch ein anderes Holz dazu. Dann machen wir... was nehmen wir denn für ein schönes Holz? Haselnuss. So, machen wir immer dazu. Dann habt ihr schon mal einen schönen Boden. Selbiges gilt für die andere Seite. So, hier. Ihr müsst ja auch was Feines bekommen. Chestnut. Dann, das nehmen wir noch für einen Holzboden. Hazelwood. Und Pecanwood. Sollte reichen, gut. Ja, der muss halt wegen geplant, jetzt noch rum. Gut, auf jeden Fall, wir haben jetzt schon mal die Soldaten mit einer anständigen, einer anständigen Fließung gemacht. Können wir eigentlich nicht aus Holz auch Bowls machen? Da war doch was, ne? Word. Craft. Bowls, genau. Können eigentlich auch mal gemacht werden. Auch mal in die Liste eingesetzt werden. Major has a mandate. Aha. Splints. Gut, das sollten wir auch hinkriegen. Gut, die Mandaten. Moment, war das verbieten oder war er gezwungen? Mandate Export of Plant. Okay, er hat's, er hat's verboten, soweit ich es verstanden habe, ne? Jo, ich glaube schon. Gut, dann machen wir hier mal kurz einen Raum daraus. Für die Mountaineers Enchantments. QTI. So. Dann sollte das tatsächlich dafür festlegen, dass das denn ihr Raum ist. Ja. Okay, sie trainieren in ihrem richtigen Raum. Gut. Es scheint tatsächlich mit den Targets nicht ganz so funktionieren. So zu funktionieren. Es ist dann gut, dass die dann hier so das Sparren anfangen. Gut, was haben wir hier noch? Mika Crown. Unrotten Fish. Ansonsten nichts Aufregendes. So, okay. Soll mir auch recht sein.
Jetzt können wir eigentlich noch ein bisschen Holz sammeln, also abbauen, weil wir haben jetzt relativ viel wieder verbaut. Chop down trees, genau. Und das nächste, was ja kommen sollte, sollten ja keine Elfen sein. Das heißt also, das soll mir doch noch relativ wurscht sein mit der diplomatischen Vertretbarkeit unserer Aktion in unserer gar grausamen Abschlachtung von Bäumen. Ne? Ah, Elfen. Dieses halbschwule Pack. Ja, herrlich. So. Ich beziehe mich in dem Fall auf die South Park-Folge mit den Schwucken. Schwuckeless, glaube ich, hieß das, ne? Schwuchteln hießen sie. Ja, damit das nicht zu Missinterpretationen führt. Vor allem jetzt da mit diesem einen Vollidioten, diesen Gangster-Rapper auf YouTube da momentan. Mann, die Leute regen sich über Sachen auf. Über so einen Homophoben, der einfach nur Werbung machen will. Beziehungsweise einer, der weder homophob sein muss noch sonst irgendwas, sondern einfach der nur Werbung machen will. Die Leute fallen drauf ein. Die mögen das. Ah, was haben wir denn hier? Outposts. Ah, unsere. Ist das ein. Nee, das ist ein Diplomat. Ein Diplomat. Aha. Hat der irgendwas zu sagen? Nee, das ist einfach nur ein. Der will einfach nur quatschen. Gucken wir mal dazu. Gucken wir mal zu, was er macht. Er will wahrscheinlich straight zum Major und den bequatschen. Wahrscheinlich gibt er denen eine Beförderung. Weil die Festung macht sich relativ gut. Zumindest passiert das relativ oft so. Oder, das ist jetzt der eine Kerl, der sagt, es gibt nicht mehr Zwerge. Dass das jetzt endlich auch mal reinkommt. Mhm. So, wo dackelt er hin? Oh! Auch sehr schön, es ist eine Karawane da. Da muss ich mich erstmal drum kümmern. Mhm. RG. Okay, Fisch. Kann man denen immer Barrel von Fisch anbieten? Duck Eggs eher weniger. Plants. Ja, das sind hauptsächlich Plant Permits, gell? Dann nehmen wir einfach mal ein paar mit. Seed Barrels gehen wir garantiert nicht her. Wein gehen wir auch ein bisschen was her. Dann Instruments. Die gehen Instrument. Nee, Weapon. Crossbows. Wir machen mal die Copper Warhammer weg, weil wir wollen die nur noch aus Silber haben. So. Genau, hier der auch. Dann Training Weapons, Training Axe und den ganzen Kram. Warum brauchen wir eigentlich Training Weapons? Die habe ich bis heute noch nicht wirklich verstanden. Die schlagen sich so auch nicht den Schädel ein. Und die paar Verletzte und Tote, die es dabei gibt, das ist jetzt auch nicht so unbedingt das Große. Wenn sie tot sind, haben sie es verdient. Cloth. Mhm. Pigtail Cloth. Yarn. Mhm. Locks. Stone. Gold Bars. Smuggeln. Big Gems, Bodywear, Headwear, Legwear, Shields, Witch Shields, die können wir gar nicht gebrauchen. Pets, Giant Black Bear. Schade, wie gesagt, dass es keine Kampfbären gibt. Wäre geil. Extractions, Cow Milk. Milk ist leider etwas, was wir selber brauchen wollen. Die Crafts nehmen wir einfach mal raus. Wollen wir jetzt auch noch ein bisschen was? Das Finished Goods. Ein paar Wheelbarrows bringen wir auch weiter, weil ich habe da eigentlich viel zu viel produziert von. Cages brauchen wir selber. Barrels haben wir auch schon in Gebrauch. Ich finde das ein bisschen doof, wie das sortiert ist. Buckets, im Sinne von, weil halt einfach so ist, Mischmasch ist und so weiter, dass leere und volle nicht berücksichtigt wird. Naja, gut. Finished Goods ist auch schon mit auf der Liste. Flask, Creavers. Mein Creavers dürfen wir nicht vergessen, dass wir die nicht verkaufen dürfen. Oh, das war doch Creavers, ne? Ne, Splints waren's. Splint dürfen wir nicht verkaufen. Müssen wir jetzt aufpassen. Bags. Bags lassen wir jetzt auch mal da. Seed Barrels, Bags. Da. Fred. Nichts Aufregendes. Gut, den Rest haben wir schon. Weiter. Gut, das sind die Sachen, die verkauft werden sollen. Andiamo, Kollegen! Tragt alles her. Ich will, dass hier was gemacht wird, ne? Währenddessen verfolgen wir mal den Diplomaten. So. So. Ja, die tragen die ganzen Wheelbarrows und so weiter. Der geht straight zum Major. Zumindest zu dem seinen Anwesen. Da oben steht er schon.
Das werden die wahrscheinlich gleich quatschen, oder? Lauf weg! Ich will nicht mit dir reden! Ich hau ab, ich verziehe mich in mein Zimmer! Nein, er folgt mir in mein Zimmer! Was macht er in meinem Schlafzimmer? Oh, herrlich. Gut, er fängt das Diskutieren an. Let's discuss our situations. The world seems as ever. Schön. Was noch? What request do you have for our Magians? Gut, da können wir jetzt einiges diskutieren. Jetzt können wir tatsächlich brauchen. Pigtail Clothes brauchen wir viel von. Der Rest ist eigentlich relativ wurscht. Wir brauchen eigentlich Clothes im Allgemeinen, kann das sein? Ja, wir brauchen Clothes im Allgemeinen. Crafts brauchen wir gar nicht. Wood brauchen wir auch nicht. Metal Bar. Iron. Brauchen wir ganz viel von. Iron, was können wir noch bauen? Steel und Pick Iron. Dann, Small Cut Gems brauchen wir nicht. Stone Blocks. Kaufen wir die auch mit ein? Ich glaube, die kaufen wir jetzt auch mal mit ein. Wir sagen einfach, wir brauchen viel. Okay, Native Gold brauchen wir nicht. Wir brauchen Galena brauchen wir auch nicht in Blocks. Bismuth brauchen wir auch nicht in Blocks. Was haben wir denn hier? Graphit brauchen wir nicht in Blocks. Was können wir sonst noch gebrauchen? Nächstes Jahr? Mikroklein. Mika-Blocks können wir gebrauchen. Quarzit, glaube ich, auch. Aber das habe ich jetzt gerade hier. Ah, hier war es, genau. Quarzit können wir lesen. Seeds. Seeds brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Anvils auch nicht. Crossbow-Maces und Weapons im ganzen Kram auch nicht. Die bauen wir selber. Bowls brauchen wir auch nicht. Machen wir auch selber. Trap-Components auch nicht. Digging-Equipment nicht. Kleidung im Allgemeinen auch nicht. Toys auch nicht. Instruments machen wir auch selber. Pets. Pets, da machen wir, glaube ich, am intelligentesten. Da habe ich nämlich noch einen Ram, genau. Ein Ram braucht man ganz wichtig. Und auch ein Ear nehmen wir dazu. Hauptsache, das ist scharfartig. Trees brauchen wir auch nicht. Powder. Ja, bestellen wir auch Gibson-Pasta. Meat. Fish. Plants. Stone. Cages. Bags. Frets. Brauchen wir alles nicht. Barrels. Flask. Quivers. Backpacks. Sand. Glas. Genau. Coal. Also Charcoal. Und. Nee, Leih brauchen wir nicht. Charcoal. Leih brauchen wir nicht. So. Buckets brauchen wir nicht. Crutch brauchen wir nicht. Eggs brauchen wir nicht. Ropes. Cloth. Ja, nehmen wir einfach mal ein bisschen mit dem Clothes mit. Threads, damit wir das Zeug auch verarbeiten können. Dann können wir auch gleich weitermachen. Tools brauchen wir nicht, oder? Seht ihr da irgendwas, was interessant ist? Ich sehe nichts. Na gut, Clay. Sheets. Sheets. Ne, brauchen wir nicht. Gut, das dürfte so alles gewesen sein. Leder, das ist etwas, was wir so aus Nettigkeit mitnehmen würden. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr nötig. Well then, we have finalized the import agreement. Feel free to go over the documents. Look over the documents. Gut, das wird jetzt alles ein bisschen teuer. So schlecht haben wir jetzt gar nicht. Ich habe normalerweise mit 250% oder so gerechnet. Wow, wir sind echt gut geworden im Diskutieren. Schön. Schön. Okay, let's discuss what are willing to offer to our craftsmanship. Finishing peeking in the conversation. Okay, well then, we have finalized the export agreement. Feel free to go over the documents. Was brauchen sie oft? Sie brauchen viel Splints, die verboten sind bei uns dieses Jahr. Seeds brauchen sie was. Und Tanned Hides und Crones. Okay, das können wir, glaube ich, liefern. Ja. I look forward to our meeting next year. Of rise together. Rise and fall together. Gut, schön. Schön gesagt. Schön gesagt. Wenig Input. Gut. Was haben wir hier? Finish good pins. Splints und den ganzen Jerks. Warum ist das nicht... Das ist doch zum Traden eingestellt. Warum tradet ihr da nicht? Traders! Trader Depot. Was haben wir denn alles am Depot schon stehen? Ja, bissele was. Ist aber nicht nah genug dran an dem, was wir brauchen. Komm schon, Comrades. Schleppt mehr. Das
ist vor allem noch nicht mal weit. Ich habe das schon alles für euch hergerichtet gehabt. Oh Mann, 37 FPS ist echt wenig. Gut, dann würde ich sagen, wir warten noch ein bisschen, bis das Ganze dann halt sich hier dann alles transportiert ist. Und ich würde sagen, dann im nächsten Part, so in ein paar Minuten, ein bisschen Halbzeit haben wir noch, werden wir dann uns um das Ganze kümmern in Bezug auf, ja, tatsächlich dann effektiv handeln. Schauen dann auch mal gleich nach, was wir rausholen können. Ich habe schon einen groben Peak reingemacht, im Sinne von, was es so alles gibt. Was ich sehe, gefällt mir relativ gut. Mason's Workshop. Warum ist ein Woodcrafter in einem Mason's Workshop? Ist ein Novice Mason. Interessant. Gut, wir machen hier noch einen Craft Drafts Workshop. Ein R. Kommt hier hin. Weil ich möchte mir jetzt nämlich einen machen, der ein bisschen mehr sich mit Holzbowls auseinandersetzt, weil wir brauchen ein bisschen mehr Munition für die Leute oben zum Trainieren. Und bevor wir die aus irgendeinem wertvollen oder nicht so wertvollen Material machen, gehört das natürlich getrainiert, ne? So, hier ist ein bisschen Kohle, aber das reicht nicht. So, wie sieht es eigentlich mit den Tieren aus? Sind alle noch gut? Sind alle noch gut drauf? Schön. Hier machen wir noch eine Tür hinein, weil wir gerade so viel haben. Dann schauen wir nach unten zu den Wohnungen. Die sehen jetzt langsam auch leicht gefüllt aus. Und ja, so wirklich schleppen wollen die alle nicht. Na gut, die fangen auch schon ein bisschen das ganze Carven an. Der Boden hier wird jetzt langsam auch verlegt, wenn jetzt auch eher etwas dürftig. Wir haben hier noch eine Combat-Geschichte. Das ist jetzt eine... Ach, das ist noch von dem Warlock-Geschichte. Jo. So, für die Wardogs mit den Dingo-Mans und so weiter. Warum ist das hier ein bisschen dunkel? Habe ich da versehentlich zwei Schist? Habe ich da mit Neibaut mit Quarzit? Nein, Heresie. Das kann doch nicht sein. Okay, der Gem-Cutter beschwert sich wieder, dass er nichts zum Cutten hat. Können wir gleich ändern. So, hier Widowpal. Dann C für Cut. Repeat. Ne, C. Das hier ist auch noch. Das hier auch noch. Gut, dann hat er wieder was zu tun. Wie gesagt, dass unsere Zwerge nichts schleppen wollen, ist echt ein Problem. Und ich glaube, wir können schon langsam das hier in der Mitte wieder aufmachen und darunter gehen. Problem ist nur, ich habe nach wie vor Angst, dass da was passieren könnte. Aber ich glaube, wir haben das mit dieser Mauer relativ gut gesichert. Wie sieht es eigentlich mit der Zisterne aus? Open Space. Muddy Water. Ist gerade so voll, ne? Das füllt sich jetzt gerade noch ein bisschen. Es braucht noch ewig und drei Tage. Ja. Gut, aber ich glaube, es macht jetzt doch ein bisschen Sinn, das hier wegzumachen. BN, glaube ich, was? Nee, nicht Nestbox. Construct. Nee. Auch nicht D. Hier war es N, ne? N. Remove Construction, genau. Machen wir hier mal auf. Und gucken, ob wir da nicht irgendwie durch Wasser rausschöpfen. Das nicht irgendwie wieder gedeichselt bekommen. Das Schöne ist, in Draft Fortress hat sich ja jetzt geändert, dass nämlich standardmäßig die meisten Zwerge schwimmen können. Also mindestens ein Level haben in Schwimmen. Was ja früher nicht der Fall war. Und die heute ja wegen jeden kleinen Scheiß, also früher wegen jeden kleinen Scheiß abgesoffen sind. Und dann hat man immer diesen faden Geschmack im Wasser gehabt. Da haben sich viele Zwerge drüber aufgeregt. Ich habe mir immer gedacht, die sollen sich nicht so haben. Sie hätten ihre Kinder zum Schwimmunterricht schicken sollen, wenn es ihnen gepasst hätte. Aber gut, das ist ein anderes Ding. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Draft Fortress. Wir werden dann groß handeln und wir werden schauen, was es noch zu tun gibt. Für die Gott!